Johann Friedrich Herbert, Philosoph, 1833 bis 1841, Lange Geismarstraße 68. Johann Friedrich Herbert. Johann Friedrich Herbert, geboren am 4.5.1776 in Oldenburg, gestorben am 14.8.1841 in Göttingen, war ein deutscher Philosoph. Er studierte zunächst von 1794 bis 1798 Rechtswissenschaften in Jena, wo er jedoch unter dem Einfluss Johann Gottlieb Fichtes zur Philosophie wechselte. Von 1798 bis 1800 war Herbert Hauslehrer in der Schweiz, wo er Bekanntschaft mit Johann Heinrich Pestalozzi schloss. Für sein Studium in Göttingen immatrikulierte er sich am 7.5.1802 und wurde 1803 Privatdozent für Philosophie. 1805 wurde er außerordentlicher Professor in Göttingen. 1809 erhielt Herbert den Lehrstuhl Immanuel Kants in Königsberg, bis er 1833 als ordentlicher Professor für Philosophie nach Göttingen berufen wurde. Die Philosophie Herberts wurde von Fichte und Pestalozzi bestimmt und hatte großen Einfluss auf das Bildungswesen. Seine Hauptwerke sind Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik, zwei Bände, Königsberg 1824 bis 25, und Allgemeine Metaphysik nebst den Anfängen einer philosophischen Naturlehre, zwei Bände, Königsberg 1828 bis 29. Herbert wohnte als Student im Sommersemester 1802 bei der Witwe Katharine Eleonore Funke, geborene Schaf, Angerstraße 1. Vom Wintersemester 1802-1803 bis Herbst 1804 bei dem Prediger der reformierten Gemeinde J.F. Krutsch, Untere Karspüle 10, und von 1804 bis 1809 im Michaelishaus. Von 1833 bis 1835 bei dem Verleger Dietrich, Gottmarstraße 1, und von 1835 bis zu seinem Tod bei dem Oberappellationsvizegerichtspräsidenten Wedemeyer. Johann Friedrich Herbert ist auf dem Albani-Friedhof begraben. Die Gedenktafel wurde 1891 anlässlich des 50. Todestages von Herbert auf Antrag des Göttinger Lehrervereins, unterstützt vom Dekan der Philosophischen Fakultät Professor Eduard Rieke und Schuldirektor Heinrich Persson, angebracht und 1932 erneuert.